Darmstadt 98 hat bei der Rückkehr von Trainer Dirk Schuster mit viel Glück einen Punkt in Fürth geholt und damit Rang 16 verteidigt. Erst ein Tor in der Nachspielzeit von Hamid Altintop, 90+4, sicherte den Darmstädtern das Unentschieden. Die Fürther, die lange mit 1-0 geführt hatten, hätten mit einem Sieg an den Lilien vorbeiziehen können, bleiben so aber Vorletzter in der Tabelle. Schuster erleichtert. 582 Tage nach seinem Abschied aus Darmstadt bejubelte Trainer Schuster bei seiner Rückkehr zu den Lilien so einen Punkt. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gedacht, dass wir eine ganz gute Flanke. Als der Ball drin war, war ein schönes Stück Erleichterung dabei, sagte Schuster bei Sky. Er sah aber Verbesserungspotenzial, wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen. Altintop sagte, ich kann das alles gar nicht beschreiben. Ich bin hier lange dabei und habe einiges mitgemacht, aber was die letzten Wochen und Monate zusammenkam, war voll emotional. Wittek bringt Fürth in Führung. Maximilian Wittek hatte zuvor das Fürther 1-0 besorgt. Aus halbrechter Position wuchtete er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Freistoß ins rechte obere Eck. Unhaltbar war der Ball für Darmstadts Torwart Daniel Heuer-Fernandes aber nicht. Den größeren Torwartfehler leistete sich aber Sascha Burchert bei Fürth in der Nachspielzeit. Bei Altintops Verzweiflungsschuss von halbrechts auf das linke Eck verschätzte er sich völlig, der Ball segelte über ihn hinweg in den Winkel des Tores. Darmstadt gegen das Schlusslicht, Fürth in Bielefeld. Nach der Winterpause spielt Fürth an einem Mittwochabend, 24.01.2018, 20:30 Uhr, bei Arminia Bielefeld. Darmstadt 98 empfängt zwei Stunden zuvor den ersten FC Kaiserslautern.